So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Diesmal war es wirklich schwer, den Schocker der Woche auszuwählen, denn es gab so viele Schocker. Aber nur einer konnte es sein und ich weiß wieder, die Meinungen werden geteilt sein, die werden sagen, was, das war viel krasser, das war viel krasser, das war viel krasser. Ihr könnt euch eine eigene Meinung bilden. Heute ist Mittwoch, heute Abend ist auch wieder die Raid Mania, also die Raidstunde 18 bis 19 Uhr. Überall 5er Raids mit Heatran oder Heatran, wie auch immer man sagen will. Heatran an den Raids, an den Arenen, 18 bis 19 Uhr. Ich kann wieder 5 Einladungen von euch annehmen. Dann machen wir wieder Interaktionen über PvP im Stream, 18 bis 19 Uhr. Und ja, morgen dann schon wieder Raid-Boss-Wechsel auf die drei Vögel. Da gibt es wieder Community-Raid. Jetzt sind wir aber bei heute. Jetzt kommen die Highlights der Woche. Video Start kommt. Angefangen hat die Woche hier beim Cumulus, beim Ansehen von Raider Mittwoch, eine Einladung von Ramses bekommen. Mal gucken, ob das dieses Mal auch so funktioniert und er dann zu Heatran eingeladen wird und noch einen Shiny kriegt. Glaube ich aber nicht. Heatran, ich weiß nicht, ich will eigentlich gerade noch sammeln für mein zweites 100er, die XL. Fürs dritte 100er XL? Nein, vielleicht, wenn es das dritte Mal da ist. Gefühlt geht es momentan ziemlich schnell, weil man ziemlich viel XL bekommt. NetGhost, wenn Ramses schlafen geht, mit dem Bauch voller Samyang-Nudeln. Da habe ich noch einen Scherz gemacht damals und gesagt, so sieht's aus, wenn ich endlich mein 100er Anego habe und dann schlafen gehe. Sehr zufrieden. Aber finde ich total süß. Danke für dieses super Bild. Kaiser Kai. Da hat es sich gelohnt, Alo zu machen, 100er Griffel erlöst, dann bin ich mit Faradjan Glücksfreund geworden, genauso wie mit Tenjal, haben auch schon getauscht, kam immer nur Grütze bei raus, aber jeder Lucky Trade bei mir momentan ist Anego, bis der irgendwann als 100er endlich da ist. Dandro zeigt uns hier Kimchi, Samyang Bulldog, Kimchi und Too Spicy, das ist sehr schön, da freue ich mich immer, 9 Euro, ist... Ja, gefühlt normaler Preis, geht auch günstiger, aber ist auf jeden Fall immer noch besser, als wenn man da bei Amazon oder Co. bestellt. Timo hat gedacht, was der kann, kann ich auch. Ist hier in Samyang Lager gefahren, nach was weiß ich wohin. Da kostet es nur 6,95. Also diese ganzen Samyang-Bilder machen mich jedes Mal närrisch. Sarina zeigt uns ihre Ausbeute. 100% Tordonador, Shiny Tordonador, 100% Felino. 100 Dark Knofenser, Lavita und ein Shiny Krypto Kleinstein. Das 100er Tononator habe ich nochmal groß gezeigt, weil ich das einfach mega cool finde. Das ist halt neu, das ist noch frisch, das guckt man sich noch gerne an. Genauso wie das Shiny, hat eigentlich auch eine richtig coole Farbe, sage ich mal dazu. Hat auch jetzt noch nicht jeder, deswegen bleibt es noch was Besonderes. Und nach dem Event ist das wohl direkt verschwunden. So dass man erstmal warten muss, bis das wieder in die Raids kommt. Aber das war bei Shadrago ja auch so. Sharknado, Shadrago auch so, genau. Henry hier mit dem 100er Galapafloss auch noch mitgenommen, genauso wie Shiny Geronimatz, Bierbenny. Es schaut zu, wie ich es fange. So ein Bild haben wir letztens schon mal gehabt. Jetzt haben wir es nochmal da. Habe ich noch nicht gehabt, sieht aber lustig aus. Paco, Samurzel, Smogon, beides Shiny, Traumario getauscht. Immer wenn es Mario ist, ist es getauscht. Kamaub Shiny mitgenommen. Staralili Shiny, wohin genau? 100% mit Lippenstift, weiblich. Perlu Shiny. Wollte ich erst gar nicht mit reinnehmen, habe ich gedacht, ach komm, die meisten wissen schon gar nicht mehr, dass Perlu überhaupt im Spiel ist und Shiny sein kann. Deswegen habe ich es doch mit reingenommen, genauso wie hier noch Geronimatz. Pogehanda. Shiny Chanera, Haspiroa, Noturzel, Heatran, Fifien, Tortunator, Kamaub. Und dann habe ich überlegt, das müsste doch der Schocker der Woche sein, oder? Vielleicht ist das ja was für den Schocker der Woche. Nach Arktos jetzt auch noch Zapdos bekommen, fehlt nur noch Lavados. Der hat so Arktos, also war das schon mal Schocker der Woche? Müsste eigentlich. Arktos als 100% Galaglücks. Nicht Shiny, aber Vogel einfach. Mega selten. Die meisten haben nicht mal einen Vogel. Na gut, die meisten haben einen Vogel, aber die haben nicht einen Galavogel. Und deswegen
Sieht gut aus, hätte ich auch gern, würde ich definitiv hochziehen auf 50, das ist krass. Und jetzt hat er 2 von 3, so mit Glücks 100%. Wenn er dann das dritte auch noch hat, dann kann er das schicken und dann haben wir alle drei als Schocker der Woche. Das ist ein Deal. Jetzt leider nicht geworden. Das Erdnuss, 100% Kindwurm aus der befristeten Forschung. Ne, warte mal. Meilenstein, Empfehlungscode Meilenstein, gekriegt, Kindwurm, Aufgabe, alles klar. 100% Flunkiefer, gebrütet. Und dann hat er sich noch für die 3 Rüstungs-Mewtwos bedankt, die er bekommen hat im Gewinnspiel. Wo jetzt alle sagen, dass sie essen nie wieder Erdnüsse, weil denen ist der Geschmack vergangen. Kuselinchen, hat hier noch ein bisschen was reingepackt. Die Zickzacks hat sie rausgelassen, so wie andere C-Day Shinies hat er aber reingepackt. Das Vulpix und Duster Pfiffchen. Barmelin, Pummeluff, Heronimatz. Kann man machen, übersichtlich. Ihr werdet sehen, viele andere haben mir Zickzacks geschickt. Obwohl das ein C-Day-Pokémon ist, jetzt wieder ein Event-Pokémon. Eigentlich kann ich es nicht mehr sehen, aber naja, haben wir es trotzdem mit rein. Der dritte Account beim ersten Raid, Sören hier, Shiny Tordonador. Beim ersten Raid, das heißt, es war Pokédex-Eintrag. Erster Raid, direkt Shiny. Wäre das ein Schocker der Woche-Kandidat? Sarina nochmal, gab es in der Rampenlichtstunde noch dazu, Shiny Geronimatz plus 100er und 100% Skungapu wieder mal in Meiningen. Timo mit seinem 100% Krypto Arctos ist nicht Schocker der Woche, der war ja schon Schocker der Woche und jetzt ist er auf 50 und das wollten wir nur nochmal zeigen, dass er jetzt die nötigen XL zusammen hatte, hat ihn jetzt auf 50 gezogen, der ist fertig. Dann hat er noch ein 100%iges Donphan bekommen, noch nicht ganz hochgezogen. Das ist auch cool, auch ein nützliches Pokémon, sage ich mal dazu. Aber für mich nicht Schocker der Woche. Grüße an Solmecke an der Stelle. Timo, weiterhin nach Tara. Nebenbei gefunden, gleich hochgezogen auf Level 50. 2416 WP ist halt nicht viel, aber spielen manche ja in PvP. Maggie, Shiny Tuska, Shiny Filino, Shiny Slimer, erste Mal ein Shiny aus der Feldforschung, Shiny Geronimatz, 100er Wablu, Shiny Heatran bei Selal. Normal warte ich mit den ganzen Bildern immer, bis nur noch Selal übrig ist und macht dann seins zum Rest. Jetzt habe ich eine Zwischendurchwahl. Selal hat sich gebessert, er ist ein neuer Mensch. Schade, er löst es, ne, 100, einfach nur 100, gut. 100% Kanivanya mitgenommen. Wenn ich zusammen mit meiner Katze einen Horrorfilm anschaue, das Bild fand ich so toll, wie die in die Decke da reinbeißt, das musste ich unbedingt mit reinnehmen. Und ich bin zwar kein Fußballfan und verfolge auch nichts, deswegen verstehe ich es auch nicht, aber trotzdem ist da wieder so ein Fußball-Meme. Aber man weiß ja von Pokémon, ich und mein Glutexo im Vertania-Wald, das sind ja nur Käfer, die fallen alle tot um. Die Trainer liegen daneben, aber ja. Meine Reike, Zickzacks, da ist schon das erste. Erste Zickzacks am Start. Wablu, Shiny, Reike, Hunduster Kamaub mitgenommen. Alexander Ahringer, Shiny Heatran mit der neuen Attacke bekommen. Nimmt man mit, genau, genauso wie Shiny Arctos. Krypto Nummer 2, Aluhut, Shiny Tordonador, da war es im Spiel recht dunkel. Kaiser Kai aus der Forschung bekommen, Shiny Sneeble, Daniel Love, wo ich erst dachte, das ist Schocker der Woche, oder? Ein Raid, ein Shiny, Dex-Eintrag, aber haben wir ja beim Sören auch gehabt, deswegen kann es ja gar nicht der Schocker der Woche sein, weil es ist ja zweimal in der Sendung vorhanden, so ein Shiny Dex-Eintrag. 8 Raids hat es gebraucht und 3 Feldforschungen, bis die Knalltüte kam, beide Shenaya. Hier für Raid am Mittwoch, der Olonix hat das eingereicht, ein 96er Krypto Shiny Arctos. Ich persönlich hätte das erlöst zu einem 100er. Und jedes andere beliebige Krypto Shiny Arctos hätte ich halt als Krypto Shiny gelassen. Robert, ein 100er für Mittwoch wieder. 100% Flapterix. 100% Anego auf Level 50 gepusht, 4465, das will ich auch sehen. Shiny Anego noch mitgenommen, Shenaya noch eins aus der Forschung, Tortunador Shiny, Silvio hat es fast geschafft, mal mit allen Bildern, die er sendet, reinzukommen, aber ich habe hier diese Logo-Party mitgenommen, dann haben wir Shiny Gladiantri, dann haben wir hier ein schönes Pflanzenbild und guckt mal, die meisten davon haben schlechte Laune, wie ich sehe, ein paar haben auch gute Laune. Dann habt ihr hier das Gengar, das kriegt was, dann will keiner was mit ihm zu tun haben, alle haben Angst.
Dann umarmen das Evoli, Swift nach Tara und dann sind sie beide ja böse und gemein und haben sich gefunden. So, Elke, Shiny Sneevil, Shiny Zickzacks, Shiny Tangela, Shiny Spotlight, genau, Geronimatz, Daily Spawn, also Flauschling noch als Shiny, auf Paula Emperor und auf dem Kaisi-Account nochmal Zickzacks, Tornator, Shiny Slimer, Krypto und durch einen Tausch ein Elite-Pokémon erhalten, also ein Lead, ein 1337er Visa Knosp, Benjamin Engel, Shiny Ladybar. Da rastet er gleich aus und schreibt noch dazu: und das nächste echt krass, was ich in letzter Zeit für ein Shiny Glück habe. Dann hat er ein Duo gemacht gegen Mega Zubiris. Das sieht ungefähr so aus. 107 Sekunden Restzeit. Ich habe mir noch gedacht, ja, das hat das hohe Verteidigung. Ist das brutal? Schafft man das zu zweit? Da habe ich mega die Sorgen gemacht bei Raids für Zuschauer. Dabei, ja, war leichter als gedacht. Duo mit Kampf-Pokémon gegen Heatran. Boss hatte Feuerwirbel Flammenwurf. Hier seht ihr die Kampf-Pokémon. Hier seht ihr 56 Sekunden Restzeit. Dann hat er nochmal mit Kampf-Pokémon Duo gemacht. Diesmal hatte der Boss Käferbiss, Steinkante, 70 Sekunden Restzeit. War also sogar noch besser. Heiko hat ein Bild geschickt, das ging auch schon überall rum. Ihr seht, Niantic fährt wieder mal 3 Spiele vor die Wand, schließt die Server, stellt alles ein. Der nächste Halt ist Pokémon Go. Niantic, Pokémon Go, tschüss. Das war eine schöne Zeit. Und der Spieler sagt sich, nein, ich habe doch noch 500.000 Coins. Wenn sie überhaupt 500.000 sind, vielleicht sind sie auch einfach 500.000 Millionen. Und deswegen, lass die Tür zu, ich habe noch so viele Coins. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Hab nie zu viele Coins auf der Hand. Henry Herford hier, juhu, noch eine Quabbel mitgenommen. Cumulus, Shiny Tornado, 100% Anego, nicht gepusht. Anfängerfehler, ne? Cumulus, Shiny Zickzacks, mitgenommen. Tornado, mitgenommen. Letterking, ein wildes Cumulus. Ein wildes Letterking, Cumulus, nicht ein wildes Cumulus. 1771. Lenzard auf Baumlieber natürlich. Das sind immer die Shinies, die ich mir nicht rüber tausche, da, weil es ein 96er ist. Was nützt dir das aber auf dem kleinen Account als 96er Shiny? Nix. Was macht man damit? Nix. Was kann man machen? Tauschen, genau. Ich würde es trotzdem tauschen. Scheiß die Wand an. Nee, drauf. Also, eigentlich wollte ich ein anderes Wort sagen. Denk dran, es gucken Kinder zu, Baloo. Ein Bahnsteiger. Du weißt, Gleisüberquerung in Deutschland ist verboten. Wahrscheinlich auch überall auf der Welt. Keine Ahnung. Erlöstes, 100%iges Kamau. Papinella, 100. Erlöstes, Slimer, 100. Shiny, erster Alo, Baloo, Griffel. Nicht 100, aber halt Shiny. Feuerwehrfrasch, eine Tarnpignon. Das nimmt man auch mit. Und dann kommt der Schocker der Woche, guckt er das an, der Mr. Lewis. Oder Mr. X Lewis. Der hat hier ein Bild gesendet. Jo Ramses, habe heute innerhalb von 5 Minuten 2-mal den Galalavados gefangen. Beide ohne Meisterball. Noch lustiger wäre es, wenn er beide mit Meisterball gefangen hätte, weil man hat ja nur einen. Wo hat er den anderen her? Aber das ist schon krass. Viele begegnen dem gar nicht. Andere begegnen dem, der flieht. Die fliehen sozusagen fast immer. Die Leute werfen ihre Meisterbälle draus. Ich sag, mach das nicht. Er macht's nicht und fängt halt einfach 2. So. Und jetzt guckt euch dann mal die WP an. 2000 und 2690, man sagt ja immer, je niedriger der Level, desto besser bleiben die drin. Also wenn du eins hast mit 51 WP, bleibt das vielleicht besser drin als eins mit 3000 WP, weil das ein höheres Level hat und brutal ist. Alles mit Wetterbrust aus dem Abenteuerrauch, mit einem normalen roten Pokéball gefangen, so wie es ausschaut. Und weiß ich nicht, das ist eigentlich brutal, das ist so mega brutal, das müsste eigentlich jetzt der Schocker der Woche sein und ihr sagt, jetzt versteh mal dich Ramses, wieso die anderen davor nicht Schocker der Woche waren, weil das ist brutal. Aber der Schocker der Woche kommt natürlich jetzt, denn den haben wir immer noch, wir kommen zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern Robert 100er oder Robert Weltkugel, Robert Globus, der hat doch einfach geschrieben, ach ja, wenn ein Schocker wieder brauchst, hier, und schickt mir sein 100%iges Krypto-Kaumalat. Jetzt kann man wieder
ja, aber wieso denn? Das Donphan war doch auch ein 100er Krypto und 100er Krypto sind doch so oft drin und hast du doch hier und da und jenes, aber ihr wisst gar nicht, seitdem Kaumalat im Spiel ist, wie viele Leute ausrasten und den ganzen Tag rumheulen, dass sie keinen einzigen Drachenrübel finden. Wenn sie mal einen Drachenrübel finden, das ist so selten, dann kriegen sie so eine Grütze raus. Die Leute geiern gerade wirklich, wenn es um Rockets geht, auf Kaumalat mit guten IV. Und besser als 100% kannst du nicht haben. Die meisten nehmen eins mit 84% oder sonst was und ziehen das schon hoch direkt, entwickeln das durch, ziehen das auf 50, weil sie sagen, Alter, das ist so stark, das ist so krass, das reicht mir. Aber ein 100%iges Krypto-Kaumalat, jetzt gerade frisch, damit machst du nichts verkehrt, damit bist du der King on the Streets, the King of the World, deswegen hat er da auch den Weltball dran. Das hat mich am meisten überzeugt, das hat mich total, oh mein Gott, obwohl es einfach nur ein Krypto-Pokémon ist in 100, so wie Donphan auch. Aber egal, das ist für mich der Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Denkt an die Raidmania heute Abend, 18 bis 19 Uhr, Raidstunde mit Heatran. Ladet mich ein, 5 darf ich machen. Mal gucken, wer die ersten 5 sind. Es ist die erste Raidmania im Juli. Keiner hat einen Punkt, jeder kann einen Punkt machen. Die 5 ersten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.